Wer soll das sein? Johann Gudenus, unser Vizebürgermeister? Genau. Und über Gudenus? Kommandant Strache. Ja. Ich mag dran, dass es einfach die Realität zeigt. Die will richtig investieren. Sie will groß einsteigen bei der Krone. In dem Fall hat das eine Allgemeingültigkeit, dass eben sich in einem Hinterzimmer Politiker, Machthaber treffen und sich austauschen, wie und auf welche Art und Weise sie in der Regierung bleiben können, in die Regierung kommen können. Sobald sie die Kronenzeitung übernimmt, dann ist man ganz auf vorne. Ich glaube wirklich, das gibt es in uns, diese Gier nach Macht und nach Kontrolle über die anderen. Solange ich nicht tot bin, habe ich die nächsten 20 Jahre noch das Sagen. Ich glaube, es geht um ein ganz großes Problem, das es gibt heutzutage, dass Politiker vergessen haben, dass sie für die Menschen da zu sein haben. In Serbien bin ich ganz beliebt. Es hat dort eine Umfrage gegeben, wer der beliebteste ausländische Politiker ist. Nummer eins Putin, Nummer zwei Berlusconi und an dritter Stelle. Man hat das Gefühl, dass man irgendwas auch so ein bisschen dazu beitragen kann, stärker noch ins Bewusstsein der Menschen zu bekommen, dass man Politikern einfach nicht alles glauben darf. Die Leute müssen hören, wie der Strache tickt. Die Geschichte muss raus. Ich weiß nicht, ob es Schadenfreude ist, jemanden anderen scheitern zu sehen, aber es tröstet zumindest manchmal. Sehr geehrter Herr Strache, konkret geht es um ein angebliches Treffen im Juli 2017, an dem Sie, Johann Gudenus und dessen Ehefrau teilgenommen haben sollen. Ist das zutreffend?